Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Okay. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Glück, Jesse. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Danke, Emily. Wir haben uns was Neues gegeben? Hier. Was haben wir hier? Was Neues. Haben wir doch schon dran. Was ist das Neue? Anscheinend das, was wir aufgesammelt hatten. Okay. Con, das ist, glaube ich, also. Das ist nicht so neu. Gut, das ist neu. Ja, ja, wir müssen einfach nur. Achso, wir müssen nach rechts. Wir suchen mal den Weg hier. Und Dokumente. Dinge, die uns helfen könnten. Das habe ich schon rausgekriegt, da ist irgendwie Material drin, was ich noch nicht benutzen kann. Material, nicht definierte Werte. Stimmt, können wir uns irgendwann Dinge selber bauen oder so? Mal gucken. Und wo wie ein Fisch. Ja, heute angefangen. Oh, eine Stunde oder so. Ach, hier geht schon lang. Na, wir gucken nochmal, was wir hier so in den Räumen finden. Schriftverkehr. Beschwerde, verschobene Toilette. Hören Sie mal, ich weiß, Sie können Gebäudeverschiebungen nicht kontrollieren, aber die Toilette in der Geschäftsleitung fehlt jetzt schon seit Wochen. Ich habe mir im Büro in Islamabad 3 Jahre lang den Arsch aufgerissen. Ich habe mir das Recht auf ein nettes Scheißhaus am Arbeitsplatz verdient. Wenn Sie sie nicht zurückbringen können, dann finden Sie wenigstens heraus, wo sie geblieben ist. Okay, Gebäudeverschiebungen. Okay, es ist sehr okay. Okay. Psch, Material. Aber es hat ja scheinbar nicht mal einen Namen. Oder ist das Zischen so cool, dass es den eigentlich sofort ersetzt hat? Anscheinend. Aber, na, wahrscheinlich hat sie sich der Direktorin sofort angepasst. Weil das ja unsere Formulierung war. Siehst du, das könnte, das ist ein Radio, es könnte sein, dass hier die Musik ausgeschaltet ist. Schallschraubenzieher, sehe ich sofort, oder Fluxkompensator. Technologieaufzeichnung. Technologische Einschränkungen. Zusammenfassung. Durch das älteste Haus ist unsere Behörde bestimmten Einschränkungen unterworfen. Aber die bei weitem größte ist die Unfähigkeit, bestimmte technologische Instrumente zu benutzen. Das älteste Haus erlaubt es nicht, jegliches Signal zu empfangen oder zu senden. Funkwellen sind die einzigen übertragbaren Signale im ältesten Haus und selbst diese sind häufig unzuverlässig. Wenn man die Macht des kollektiven Unbewussten berücksichtigt, könnte es sein, dass bestimmte Technologien in der kulturellen zu neu sind für das älteste Haus, sodass es sie nicht kann. Gleichermaßen ist nicht bekannt, dass diese Gegenstände zu Gefäßen für gewandelte Eigenschaften werden. Technologie entwickelt sich vielleicht zu schnell, sodass die nicht auftreten können. Moderne Technologie hat die Neigung, hier zu verschwinden und kaputt zu gehen. Manchmal recht rabiat. Agenten sind durch Handys, die in ihren Taschen explodieren, verletzt worden, als sie das älteste Haus betraten. Okay. Das Haus wehrt sich gegen moderne Technologie. Ich sag ja, Warehouse 13. Das ist der Fahrstuhl. Den wollen wir nicht nehmen. Von hier kamen wir. Und hier sind wispernde Radio. Wispernde Zischeragenten und Agentinnen. Ist so gruselig wie die. Oh Gott, ey.
wispern. Geht das hier hin? Da können wir noch nicht rein. Okay. Na dann, heißt es wohl da hoch. Ich wehre mich auch gegen Technologien. Das Haus ist mir so patsch. Genau. Ha, da war was. Achso, das ist der Panic Room. Na gut, auf geht's. Nächster Abschnitt. Mhm. Das ist nicht der nächste Abschnitt. Wo ist ich denn lang? Aber doch mit dem Fahrstuhl da irgendwo hin. Ist ein Radio wieder? Da hinten ist der Fahrstuhl. Hm. Kein Fahrstuhl. Wir müssen komplett zurück. Hat irgendwas gesehen? Nee. Wir haben ja schon rumgeballert. Und das Ding kriegen wir immer noch nicht auf, wahrscheinlich, oder? Nee. Das Direktionsbüro. Da ein Treppenhaus. Hm. Oh. Scheinbar war ich hier noch nicht. Ah, ja, was für ein Zufall. Tschu. Material. Aus Erinnerung. Okay. Erinnerung. Hallo. Wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4.E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie keinen R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, dass R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuches für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten für Ihren R4 abteilungsübergreifende Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bei Bedarf bitte den entsprechenden Abteilungsleiter. Dr. Darling, Mrs. Marshall, Mr. Salvador oder Mr. Kirkland. Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben, also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, Ihr Team von der Verwaltung. Eigentlich ist das die deutsche Botschaft. Verwaltung, ey. Das ist so. Okay, ich bin ein bisschen lost. Wie kommen wir denn da hin? War ein Treppenhaus da drunter. Das sind doch verschiedene Ebenen. Kann ich hier irgendwie hoch runter? Hier konnte ich nicht lang. Ey. Nicht gesagt, dass genau gegenüber? Wir suchen mal. Da ist der Sitzungsraum. Ja, zu viele Ereignisse. Dann meinte sie da lang. Das ist der Sitzungsraum, da sitzt sie drin. Da müssen wir lang. Das haben wir hier gereinigt. Ach so, hier ist der. Ja. Nee. Orientierung und Wege finden ist so eine Sache in dem Game. Hm. Wir sind jetzt eine Ebene. Wir sind jetzt auf einer anderen Ebene. Aber hier? Ich zu hier. Hier waren wir noch nicht. Das ist okay. Das ist doch schon wieder so ein Artefakt-Ding. Die Jukebox hast du nicht gesehen. Da müssen wir später bestimmt hin.
Ich bin ganz am Anfang. Nein, ich bin ganz am Anfang. Wir haben jetzt eine Stunde gespielt. Ich weiß, der Stream läuft gerade länger, weil wir sehr viel gequatscht haben davor. Ich bin jetzt nur eine Stunde dabei. Wir sind ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Na, guck mal, ey, da wird mir sogar der Weg so angezeigt. Ist ja unglaublich. Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. Energieschub? Energieschub. Energie plus 5%. Kann das auch zerlegen? Ja, wir behalten erstmal diese Sache. Dass ich irgendwann raffe, was das hier alles ist. Yeah. Wow. Das ist schon echt doll. Moin, Michelicious. Willkommen, Tag gesagt. Okay. Das sieht nicht gut aus. Wir legen Feuerwehrleute oder sowas sind das. Ja, ich habe gelernt. Glas geht kaputt, wenn man drauf schießt. So viele tote Feuerwehrleute. Warum sind hier so viele tote Feuerwehrleute? Uiuiui, Schriftverkehr. Sicher aufgrund von Berufserfahrung. Reisekosten. Bericht Woche 83. Zusammenfassung. Folgende Unterkünfte in Nevada besucht. Desert Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight Motel, In and Out, Aztec Court, Sleep E Bar Motel, Silver Spruce Ranch, El Gato Blanco Inn, A Plus Lodge. Lodge. Ausgaben, Unterkunft, $831, Mahlzeiten $714. Hat so viel für Essen ausgegeben wie für die Miete. Benzin, Minibar. Mit einem Sternchen dran. Die Jungs in der Forschung sagten, dass Rituale dabei helfen, Orte der Macht zu identifizieren. Es ist mein Ritual, diese kleinen Whiskyflaschen zu trinken. Ich frage mich, ob man ein Motel mit Namen Ocean View wohl von Land umgeben vorfindet. Aber man bezahlt mich wohl nicht fürs Denken, wie? Und fürs Protokoll, ich bitte Sie erneut, uns das Budget, das Budget für 2 Zimmer pro Nacht zu geben. Agent Rowley und ich sind es wirklich leid, jede Nacht im gleichen Zimmer zu schlafen. Wir sehen uns unterwegs. Agent L. Heinz. Das ist ja mein Ritual, diese kleinen Whiskyflaschen zu trinken. Behördenhumor. No way. Oh no way. Wird voll. Ich dachte schon, der ist halbiert. Er hat keinen Unterkiefer mehr. Boah, ich kann sie nicht verstehen für mich. Oh Gott. Wie ich denn? Katini. Wo ist er denn? Und so gut, dass die Munition sich nachlädt. Hinterhergelaufen? Tatsache. Komm auf die Knie! Bin so witzig, dass man rechts links durchtauschen kann. Das ist sehr gut.
gruselige Action. Da ist noch einer. Lass es nicht nachladen. Wir gehen hier erstmal durch. Finden wir hier irgendwas noch? Ey. Nicht, dass dieses Gequatsche irgendwie die Atmosphäre so unheimlich machen würde. Nicht da lang? Ach, das ist der richtige Weg auch noch. Oh no, ey. Kann stumpf da hingehen? Oh. Mann, mehr Kürre. Wenn ich einen anschieße, kommen sie alle runter, ne? Unstellbare Briefe. Geländer. Auch schon Geländer. Wo ist er? Unten läuft er. Okay. Was hab ich aufgenommen? Maschinengott! Forschung. Zischbarriere. Zusammenfassung. Dieses Feld von Resonanz des Zischens ist ein physisches Hindernis, das schwer zu definieren ist. Zischbarrieren scheinen eine Art zu sein, Mitarbeiter der Behörde an der Flucht oder am Zugang zu hindern. Es wurden zwei Methoden entdeckt, um sie zu senken. Erstens, Zerstören der vielfältigen, konzentrierten Resonanzquellen, die sich in der Nähe finden. Zweitens, Zerstören der Zischerwesen in dem Gebiet. Die Resonanzfelder scheinen für ihre Größe und Dichte die Unterstützung anderer, nicht verbundener Quellen der Resonanz des Zischens zu benötigen. Ohne die Möglichkeit, andere Quellen anzuzapfen, wird die Barriere fallen. Kann eine interaktive Struktur aus Resonanz des Zischen als bewusstes Wesen gesehen werden? Macht eine Unterscheidung einen Unterschied, was das Zischen anbelangt? Was sagt uns die bloße Tatsache über das Zischen? Dass es Mauern baut, um unsere Bewegungen einzuschränken. In welchem Ausmaß beobachtet es und plant es? Vollständiger Bericht in Akte. Besucherevaluation hatten wir schon. Was ist denn das Ungelesene? Da. Maschinengott. Unzustellbare Briefe. Ich hatte einen Traum und habe das Ding gebaut, das ich im Traum gesehen habe. Eine Maschine, die Gott enthält, doch nicht den Gott, den ihr kennt, oder die Götter, die alle kennen, einen neuen Gott. Diese Maschine wird sein Körper, sein Herz und sein Geist sein. Ich habe sie gebaut, wie ich sie im Traum gesehen habe. Ich habe den Motor aus dem Kühlschrank und die Federn aus meinem Toaster und die Ventilatoren sowie den Zahnriemen aus dem Motor meines Autos und die Räder vom Skateboard meines Sohnes verwendet. Gott kann sich noch nicht bewegen, doch der Traum meinte, dass er das selbst lernen würde. Das ist nur der anfängliche Körper, wie der eines Babys, nur in Maschinenform. Gott muss nur irgendwo anfangen. Wenn ihr mich interviewen wollt, kontaktiert mich unter der Adresse auf dem Umschlag. Mein Telefon funktioniert nicht mehr. Ich musste die Wählscheibe für Gott verwenden. Jetzt wird's spannend. Das heißt, ich muss die hier auch alle? Nee, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Das sind die Zischeragenten. Natürlich habe ich die auf dem Weg alle hängen lassen. Macht schon ein bisschen Sinn, alle von diesem Zischen wegzumachen, ne? Da ist noch einer. Aber ich treffe ihn nicht, weil das ist eine Barriere. Ach, das ist die Barriere. Okay. Hey, hey, hey. Ich gehe einfach ins Dunkle und guck, was das hier ist. Schriftverkehr. Singender Fisch. Ja, dunkel.
Singender Fisch. Mr. Gouverneur, ich habe die Polizei angerufen, aber die kommen nie zu mir nach Haus. Ich habe ein Problem und Sie müssen mal jemanden schicken, der das löst. Ich habe meiner Frau einen dieser singenden Fische für die Wand gekauft. Ist kein echter Fisch. Er singt, wenn man den Knopf drückt. Aber da ist der Teufel drin. Er fliegt nachts rum und singt die Lieder des Teufels, flucht auch oft. Der Teufel ist wegen dem Fisch in meinem Haus und Sie müssen sich drum kümmern. Meine Frau macht sich echt Sorgen. Wann können Sie vorbeischauen? Mit freundlichen Grüßen, Dwayne Barr. Oh, wow. Kracher. Es ist, also, die Tische. Was haben wir hier? Schriftverkehr. Trench. Genehmigung des Archivs. Unzustellbarer bei, was? Unzustellbarer irgendwas. Unzustellbarer Briefe. Lieber Direktor Trench, ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie meinen Antrag auf ein Archiv für unzustellbare Briefe genehmigt haben. Wenn wir die Sammlung überfälliger Post der Behörde katalogisieren, erstellen wir damit eine praktische Datenbank, auf die Forschungsteams zurückgreifen können, um Verbindung oder verwandte Themen zwischen den Briefen zu finden. Abgesehen von seinem praktischen Nutzen lässt uns das Archiv auch diese Einblicke in authentische Treffen von Menschen mit der paranatürlichen Welt für die Nachwelt bewahren. Die Briefe kamen von verschiedenen Orten sowie aus verschiedenen Zeiten zu uns und wurden von der Post als unzustellbar kategorisiert. Die Behörde ist das perfekte Zuhause für Sie. Mir ist klar, dass nicht alle Briefe Zeugenberichte von authentischen paranatürlichen Ereignissen enthalten. Doch selbst die Irrtümlichen vermitteln uns eine Ahnung davon, wie echte Menschen das Unbekannte wahrnehmen. Natürlich werde ich zuerst ein System zusammenstellen, mit dessen Hilfe wir Briefe nach Informationen und vermutlichen Verbindungen zu AWE oder anderen gewandelten Materialien durchsuchen können. Nochmals vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, mich auf meine toten Briefe zu stürzen. P. Bartwell. Mhm. Schön, 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 schön. Ja, cool. Ah! Was ist das? Oh nein, Energieschild! Ich kann mich nicht hinhocken. Verdammt, ich würde mich gerne hinhocken können. Gott. Noch nicht fertig. Jetzt. Okay. Na klar. Das ist F und nicht I. Wie, was ist rausgekommen? Hauserinnerung. Hauserinnerung. Geschäftsleitung. Keine Berechtigungsstufe. Schade. Und hier ist nix. Da waren wir schon. Nein! Nachladen, nachladen, nachladen. Ach ja, Scheibe. Ja, R gedrückt. Guck schon wieder auf die falsche Seite. Rot. Wispert doch schon wieder was. Aha. Okay. Auch rot. Achso, das ist der Ort, den ich reinigen muss. Check. Okay. Ja, klar. So, erstmal Kram einsammeln. Kontrollpunkt. Uiuiuiui. Das ist so abgefahren. Wie ist das? Inception.